Jetzt habe ich mir über das Thema Leben und Arbeiten in der Region so ein paar Gedanken gemacht. Was ist für uns das Leben? Meiner Ansicht nach ist das Leben die Familie, die Wohnung, die Freunde, das Auto, der Urlaub, der Spaß, das Vergnügen und so weiter und so weiter. Und damit wir uns das Leben leisten können, arbeiten wir. Die einen arbeiten also, damit sie sich vergnügen können, die anderen arbeiten aus Vergnügen, wieder andere vergnügen sich bei der Arbeit und wieder andere arbeiten, damit sich andere vergnügen. Dazu ist mir eine Geschichte eingefallen. Naja, ich fange einfach mal an, so wie ich dazu gedacht habe. Schwalben, sagt man, sind in Not, weil ihr Lebensraum bedroht und darum wird es leider eben immer weniger Schwalben geben. Doch gittet hei in der Region und das seit ein paar Jahren schon, in Schwalbenart han ich gehört, die sich ganz vehement vermehrt. Lateinisch nennt man die schon je, Hirundinus culange, der Volksfreund nennt sie allenthalben einfach nur Bochsteinschwalben. Auch diese Art hat ein Problem, denn es ist bestimmt nicht angenehm, wenn die so um de Bochtstein sausen, bei Wind und Wetter kalt da draußen, dann han schnell die Schwalbe Kinder, eiskalt fies bis ruf zum Hinner, und das ist doch aus gutem Grund für Arbeit und Leben nicht gesund. Was ihnen fehlt, und das steht fest, ist ein behaglich Schwalbennest, wo sie an gastlich warmen Städten ihre Federn putzen, kletten oder sich entspannt besinnen und gemütlich spalzen können. Dieses hat sozial brillant ein Schwalbenkundler klar erkannt und drum hat die barmherzig Haut ein Flatrate-Schwalbennest gebaut, wo sie vor Regen, Wind und Winden und Vogelfinger Schutz drin finden. Jetzt aber lebt mit seinem Zweifel der Rummele Klaus hoch in der Eifel, der Bier gern trinkt und Fußball spielt und noch als männlich Jungfrau gilt, denn ist gehorchend seinem Drang zu Schwalbennest besorgen. Als hätte ich nasig viel sieht, da hat der glatte Maulsperrkriet, stimmt laut in Goethes Wahlspruch ein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Doch da hielt man ihm entgegen Kohle her. Dann ins Vergnügen erst zahlen und man wird dein stillen heimliche Wünsche all erfüllen. Der Klaus ist bei der Glad gefallen. Ich glaub, ihr hört's in dem Jahr. Ihr könnt doch nicht unbefangen für so etwas high Geld verlangen. Ich komme schließlich alleweil direkt am Mann von der Fidei und doch geht schließlich Herd gut zu, der Stier bezahlt und nicht die Kuh. Dreht sich prompt rum und hin verlässt, empört, frustriert, das Schwalbennest.